Seit Anfang Juli des Vorjahres ist die karenzierte Imster Volksschuldirektorin Caroline Grasswander-Heinz EU-Parlamentarierin. Ja, ich bin seit letztem Jahr, also seit Juli 2015 im Europäischen Parlament und meine Ausschüsse sind internationaler Handel, Verkehr und Tourismus und das beschäftigt mich natürlich am meisten neben den anderen Themen, die auch sehr aktuell sind. Da geht es um Sicherheitspolitik, um Migrationspolitik, es geht aber auch um Klimapolitik. Das sind alles große europäische Themen. Ich bin aber derzeit eben in diesen zwei Ausschüssen Mitglied und da ist auch meine Arbeit. Doch welche sind die Konzepte zur Förderung des Tourismus in der Region? Tirol lebt vom Tourismus, also 40% von österreichischem Tourismus findet in Tirol statt. Und wir wissen sehr wohl, dass hier der Tourismus nachhaltiger werden muss, dass wir hier auch umweltschonender werden müssen, dass wir schauen müssen, wie kommen denn die Gäste in die Tourismusgebiete, da wäre wieder der Verkehr wichtig, wie können wir ansetzen, dass sie mit der Bahn anreisen, welche Pakete könnte man knüpfen, Bahn und Hotel. Und hier gibt es die verschiedensten Ideen, aber wichtig ist es dann auch, die Beschäftigung im Tourismus, dass die Leute auch gerechte Entlohnung haben. Auch hier sind wir dahinter, dass eben auch die Verhältnisse, die Beschäftigungsverhältnisse stimmen und dass auch Kinderbetreuung zum Beispiel möglich ist. Also das ist auch wichtig, dass wenn im Tourismus Frauen arbeiten und Männer auch, dass die Kinder gut betreut werden. Und da gibt es tolle Projekte eben auch in Form von diesem Regionalmanagement, wo man Gelder, Fördergelder einsetzt, dass man solche Betreuungsfunktionen am Wochenende für Kinder macht, damit die Eltern dann arbeiten gehen können. Wesentliche Themenschwerpunkte werden auch im Bereich des Ausbaus öffentlicher Verkehrsmittel gesetzt. Ja, im Verkehr ist es uns wichtig, natürlich zu setzen auf unser Klima. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Verkehr mehr auf die Schiene bringen, hier die Umwelt entlasten. Wir haben ein Klimaziel formuliert, das war in Paris. Und da ist uns wichtig, dass wir mit erneuerbaren Energie, mit emissionsarmen Fahrzeugen, aber auch mit anderen Maßnahmen schauen, dass der Verkehr die Umwelt nicht so belastet. Wir sind aber auch im Tourismusbereich tätig, wo wir schauen, dass die Anbindungen in die Tourismusgebiete passen, dass die Saisonabhängigkeit nicht zu groß ist in den Tourismusgebieten, dass man hier Projekte unterstützt, das vor allem mit Fördermitteln, wo man dann auch mit Land und Bund zusammenarbeitet. Es gibt hier die Alpenraumstrategie und 2018 hat ja dann Tirol auch den Vorsitz in der Alpenraumstrategie und ich glaube, da ist dann ganz viel möglich, dass wir speziell für Tirol Projekte entwickeln und hier ist Tourismus eines der Themen, die dann auch angepeilt wird und wo man wirklich auch was umsetzen kann. Politik, Wirtschaft, aber auch der Tourismus sind auf unterschiedlichste Weise mit dem Brexit konfrontiert. Doch welche Auswirkungen könnte dieser auf die heimische Tourismusbranche haben? Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass der Pfund abgewertet wird. Das heißt, Reisen von Briten nach Österreich, nach Tirol werden teurer werden und sie werden sich dann natürlich überlegen, ob sie sich das noch leisten werden können. Also das wird man dann schon spüren, wahrscheinlich in der Anzahl der britischen Touristen, die nach Tirol kommen. Hannes Barth, Vorstand der Silvretta Seilbahn AG, spricht über Nichtregierungsorganisationen, die in zahlreiche Großprojekte involviert sind. Wir glauben, dass diese NGOs zu viel Bedeutung bekommen haben, in den Projekten Einfluss zu nehmen, das wird ihnen nicht gerecht. Diese NGOs sind in der Regel dominiert von Leuten, die in den Städten wohnen, sich dort alle Annehmlichkeiten haben, die die Gesellschaft heute bieten kann und wenig wissen, wie wir zu leben und zu wirtschaften haben. Und es muss hier auch wieder eine Richtung von der Politik vorgegeben werden, wo dieser Einfluss zurückgedrängt wird. Karin Kadenbach, Mitglied im Umwelt- und im Landwirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments, spricht über ihre Sichtweise der ländlichen Entwicklung, eine gemeinsame Agrarpolitik und die Förderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Ich glaube, dass auf europäischer Ebene wir in Wirklichkeit aus zwei Perspektiven schauen müssen, dass wir in Landwirtschaft, aber auch in regionale Entwicklung investieren, weil das natürlich auch der Lebensraum für viele Menschen ist, aber auch Produktionsstätte von hochwertigen Nahrungsmitteln. Und das ist etwas, auf das wir als Europäer ja stolz sind und sehr viel Wert legen.
Wir versuchen es zwar eben über die ländliche Entwicklung, aber auch über die Strukturförderung, hier den ländlichen Raum, die Flächen, die Flächenbewirtschaftung zu fördern. Weil ich glaube, wir brauchen überall dort, wo es um öffentliches Gut geht, um öffentliche Leistungen, auch öffentliche Gelder. Und ich sage jetzt mal, die Bewirtschaftung zum Beispiel unseres Alpenraumes hat ja mehrere Gründe. Es ist für uns natürlich als Produzentenraum von hochwertigen Nahrungsmitteln wichtig, aber auch als Kulturlandschaft und Tourismuslandschaft. St. Antons Bürgermeister Helmut Mall erläutert die Strukturen der Landwirtschaft des Tiroler Oberlands. Ja, die kleinstrukturierten Landwirtschaften, das ist ja eigentlich ein spezielles Oberländer-Thema. Da war nie viel Fläche und da waren viele Bauern mit wenig Viehstand. Und die haben halt eigentlich immer ums Überleben kämpfen müssen. Und das Problem ist halt, dass da eigentlich schon nie richtig viel zu verdienen war. Eigentlich nur wirklich das Überleben da war. Und jetzt mit den ganzen Vorschriften und so weiter wird es natürlich total uninteressant für die Bauern. Auch das Thema der Freizeitwohnsitze mit seinen möglichen Auswirkungen auf die heimische Bevölkerung kommt dabei zur Sprache. Das Freizeitwohnsitzthema ist halt auch ein spezielles Thema, wo Grund und Boden nicht so frei oder so viel verfügbar ist. Kann sich das natürlich auf längere Sicht schon zum Problem entwickeln, weil der Druck, nehme ich St. Anton wieder her, ist natürlich da ein interessanter Ort, toller Ort, dass sich da viele Leute auch einkaufen wollen und Besitz da haben. Und das ist natürlich ein bisschen konträr für eine Entwicklung eines Dorfes, weil die Baulandpreise und alles steigt natürlich noch ins Unermessliche. Und junge Leute haben nachher nur so die Chance, dass sie sich da selber verwirklichen können. Also das ist auch ein bisschen ein Thema, was uns also sehr berührt und wir eigentlich da schon sehr dahinter sein, wenn man das in eine Regelung bringen kann.